Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Es wird eine ohrenbetäubende Nacht sein. Dankeschön. Du wirst morgen nur halb so viel hören wie heute. Ich werde mir Taschentücher in die Ohren stecken, glaube ich. Das wird so richtig geil sein. Und es regnet die ganze Zeit, es ist total kühl. Und deswegen schlafen wir unter dieser Autobahnbrücke. Das wird so richtig geil sein. Da drüben schlafen wir. Und ich zeige euch die Autobahnbrücke von oben, weil hier ist Treppe. Ich habe hier Treppe gefunden. Treppe hochlaufen. Treppe. Treppe runterlaufen. Treppe. Noch mehr Treppe hochlaufen. Treppe. Schon wieder Treppe runterlaufen. Treppe. Treppe hochlaufen. Treppe. Ja, genau. Das ist diese Autobahn von dieser Perspektive aus. Hier fahren ganz viele Autos rum. Das ist eine richtige Autobahn. Das ist wie so ein Fahrrad-Dings-Klingel angehört. Es regnet hier so richtig in Strömen. Es ist richtig spierlich hier, dieser Regen. Es regnet hier so richtig in Strömen. Der Regen muss weg. Aber dafür sind wir unter dieser lauten Autobahnbrücke und müssen hier eine Nacht verbringen. Wir versuchen jetzt gerade mit unseren Tarps einen Windschutz aufzubauen, weil das ist hier total schmierig windig. Und dieser ganze Regen, der peitscht hierher wegen dem ganzen Wind. Genau, der klatscht hier rein und macht uns die ganze Zeit unsere Sachen nass. Mein Schlafsack ist hier jetzt schon total durchnässt. Und das will einfach nicht aufhören. Das ist hier alles total windig. Das ist voll scheiße. Das fliegt uns weg, dieser Tarp, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Der ganze Wind will nicht weggehen und der ganze Regen, der peitscht hier unter dieser Brücke hier drunter durch. Und unsere ganzen Sachen sind hier nass. Und wir haben bestimmt die letzten 2-3 Stunden damit gekämpft, diesen Tarp hier vernünftig aufzubauen. Und das war richtig scheiße gewesen mit dem Wind. Und das funktioniert einfach gar nicht. Das ist voll scheiße. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir die ganzen Sachen hier zusammenräumen und nach da drüben hingehen, da wo die Wand ist. Weil da drüben, wo die Wand ist, da ist ein bisschen windstiller. So, wir haben eben gerade unsere Sachen von da drüben nach hier hingeschleppt. Das ist hier auch nicht perfekt und auch etwas windig. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem viel besser, weil hier diese scheiß Wand hier ist. Jetzt wird gegrillt. Es schallt! Genauso wie die Geräusche von den Fahrzeugen, die Abgase produzieren. Darauf wird jetzt gegrillt. Der Grill, der läuft. Das ist ein richtiger Einweggrill. Das wird geil. So, weil das heute ziemlich frostig ist, werden wir ein Glühwein machen, damit uns warm wird. Glühwein ist fertig. Oh, ich hab Krampf im linken Bein. Ich nicht. So, jetzt wird die nach Knoblauch riechende Riesenmade auch noch gegrillt. Ich liebe diese Riesenmaden auf Grill. Die sind richtig geil. Die schmecken voll cool. Die schmecken so saftig. So, der erste Fleisch ist fertig. Oh, das schmeckt richtig geil. Also Grillen im Winter kann ich total empfehlen. Genau, ich glaube, wir haben jetzt Winterzeit. Also diese Jahreszeit zumindest, wo man so eine versippte Jacke anziehen muss. Da ist Grillen auch richtig geil, das müsst ihr auch mal machen. Nicht nur die ganze Zeit auf Sommer warten, ihr sollt es auch mal im Winter machen, das ist voll geil. Dies zeigt größte Intelligenz und ich bin super intelligent. Es hat ganz leicht hier angebraten, aber die Hälfte ist auf jeden Fall noch roh. Aber voll und ganz, die kann man noch nicht essen. Aber der Einweggrill, der ist ausgegangen. Das heißt, wir können die Spieße jetzt nicht essen. Das ist voll scheiße. So, mein Bruder hat sich schon im Schlafsack eingebuddelt. Und da drüben, da sehen wir die ganze Zeit leuchtende Augen. Das, was uns die ganze Zeit beobachtet und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Wolf sein könnte. Aber in letzter Zeit wurde hier in Bremen öfters ein Wolf besichtigt. Und genau, das könnte vielleicht ein Wolf sein.
der uns die ganze Zeit hier anguckt. Ich bin ganz gespannt drauf, ob wir von diesem Wolf gegessen werden. Aber ich glaube, der riecht unser Fleisch, was noch nicht durchgebraten ist. Ja genau, deswegen beobachtet er uns die ganze Zeit da hinten. Und ich sehe, beziehungsweise wir beide sehen die ganze Zeit diese reflektierten Augen, die hin und wieder, die ganze Zeit zu uns beobachten und manchmal wieder weggehen und dann wieder herkommen und uns beobachten. Und das sieht wie so eine Hundegestalt aus. Ich glaube, das ist der Wolf. So, mein Bruder und ich liegen im Schlafsack und wir versuchen zu pennen hier unter dieser lauten Autobahnbrücke. Die ist so richtig laut. Die macht die ganzen viel Geräusche. Und ich könnte wetten, dass das die ganze Zeit ein Wolf gewesen war, der uns die ganze Zeit angestarrt hat. Der ist mehrmals wieder zurückgekommen und hat uns von der Seite angestarrt, also von da ganz hinten da drüben. Ja, genau. Wir haben da die Augen gesehen und das hat sich auf jeden Fall ganz anders verhalten wie ein anderes Tier. Also der hat uns die ganze Zeit angestarrt, irgendwie mindestens eine halbe Stunde oder so. Und ist immer wieder zurückgekommen. Genau, aber jetzt habe ich die letzten Minuten nichts mehr gesehen. Von reflektierten Augen, aber ich finde es sehr, sehr schade, dass der nicht zu uns weiter herangekommen ist, damit ich euch das filmen konnte. Man ist auferstanden und die Nacht, die war voll scheiße gewesen, man konnte kaum schlafen. Also ich konnte zwar ein bisschen schlafen, aber diese ganzen Geräusche haben so richtig belästigt. Na gut, der Wind ist zwar ein bisschen hier weniger geworden und diese Regentropfen, die durch die, also unter der Brücke durchgepeitscht haben, ist auch weniger geworden. Aber trotzdem war es so richtig scheiße gewesen, hier zu schlafen. Aber der Wolf ist irgendwann nicht mehr zurückgekommen. Ich hatte ihn zwar noch mal gesehen, ganz kurz, aber dann war er weg. Also der hat uns nicht gefressen. Wo sind die Schaschlikspieße hin? Die habe ich eingepackt. Achso, ich dachte, die hätte auch gegessen. Ja, das wäre. Die Schaschlikspieße, die lagen genau hier drauf. Ich bin öfters in der Nacht wach geworden, weil ich da irgendwas rumscharren gehört habe. Ja, ich habe hier viele Mäuse gesehen. Ja, ich glaube auch, dass es Mäuse waren. Ja. Und weil das hier alles Steinboden ist, wo diese ganzen Steine nach oben rausstrahlen, haben diese ganzen Steine hier volle Kante gegen meine Nieren gedrückt und in meine Kniescheiben rein. Das war voll scheiße gewesen. Das hat, die Steine, die waren richtig beschissen. Genau, die haben es schon schön reingedrückt. Und für den Fall, falls der Wolf uns fressen wollte, habe ich meinen Urin-Test V1-Messer neben mir liegen gehabt. Ich habe meinen Beil neben mir hingelegt. Man kann ja nie wissen, ob das ein Problemwolf ist oder nicht. Aber der hat uns die ganze Zeit da drüben angeguckt. Der hat sich ganz komisch bewegt, also nicht wie so andere Tiere. Das war bestimmt ein richtiger Wolf. Und hier gibt es immer öfters Wolfsdichtungen in dieser Umgebung. Das ist voll cool. Hier muss doch viel öfter gepennt werden. So, der Kaffee ist fast fertig. Koffein unter der Brücke zu saufen ist richtig geil. Koffein unter der Brücke zu saufen ist richtig geil. Vor allem, weil das so laut hier ist.